Liebe Geschwister, wir schauen Gottes Wort an und heute kommen wir zu einem Höhepunkt. Die Predigtreihe heißt ja Sieg in der neuen Zeit. Wir hatten viele Dinge der Vorbereitung und jetzt kommt der endgültige Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ich darf beginnen zu lesen im 2. Buch Mose, Kapitel 13, Verse 17 und 18. Hier heißt es: Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten zurückkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Amen. Israel zieht jetzt aus Ägypten und es gab einen ganz normalen Weg in das Land Kanaan. Der führte an der Küste entlang und man könnte sagen, das war eine geebnete Straße. Alle hätten erwartet, dass Gott das Volk jetzt dort entlang führt. Aber Gott wählte einen ganz anderen Weg. Im Römerbrief haben wir gehört, welche Weisheit Gott hat, welche großen Geheimnisse in ihm verborgen sind und dass uns das alles zum Allerbesten dient. Und auch hier finden wir so eine Weisheit Gottes. Er führt sie nicht den kürzesten Weg, er führt sie nicht den einfachsten Weg, er führt sie einen Umweg in die Wüste. Und doch ist das die Weisheit Gottes, hat er einen sehr guten Plan damit. Ja, sie wären sogar umgekommen, wenn sie den einfachen, geraden Weg gegangen wären. So unterschiedlich ist oft die Wahrheit von dem, was wir normal menschlich sehen und denken. Aber Gott, der uns schützt und der uns führt, er hat all diese Weisheit, um uns im Leben zu leiten, den richtigen Weg. Darum wollen wir hören auf den Herrn. Und hier ist der richtige Weg in die Wüste. Und die Wüste, die steht ja für ein Land, wo nicht viele Pflanzen wachsen können, wo die Sonne scheint, es heiß ist, wo man nicht einfach so leben kann, wo man schwere Bedingungen hat. Es ist also ein Bild für Schwierigkeiten im Leben. Er führt sie also in eine schwierige Situation hinein. Und trotzdem ist es der beste Weg. Und schon alleine, wenn wir das erkennen für unser Leben, ist es eine ganz große Sicht von Gott, ja. Es kann für uns das Allerbeste sein, wenn wir in Schwierigkeiten geführt werden. Warum? Hier sagt die Heilige Schrift, Gott sprach, sonst könnten das Volk gereuen, wenn sie später Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Ägypten, das Land der Sünde, Ägypten, das Land des Okkultismus, Ägypten, das Land des Größenwahns und der Härte, das Land, wo sie nicht hingehen sollten, denn wenn sie dorthin gegangen wären, wären sie für immer verloren gewesen. Gott möchte sie führen in das verheißene Land, in das Land Kanaan, da wo Milch und Honig fließen, da wo ein fruchtbares Land ist, wo es ihnen gut geht, ein Bild für das Paradies und die Herrlichkeit Gottes. Aber auf dem Weg dahin werden Kämpfe kommen, das weiß Gott. Und wenn sie jetzt direkt an diese Kämpfe herangekommen wären, dann wären sie noch nicht vorbereitet gewesen. Also was brauchen sie? Sie brauchen eine Ausbildung. Sie brauchen Bewährungsmöglichkeiten. Sie brauchen noch mehr Glauben an Gott, festhalten an dem Herrn. Und Gott wusste, das würde nicht sofort von einem Tag auf den anderen gehen. Wenn sie jetzt aus Ägypten herausgegangen wären und wären sofort zum Beispiel vor Jericho gestanden, ja, dann hätten sie sich unwahrscheinlich gefürchtet, weil ihr Vertrauen zu Gott noch nicht stark genug war. Weil ihr Glaube noch nicht stark genug war, weil ihre Liebe zu Gott noch nicht ausreichend entwickelt war.
Und weil auch ihre Standfestigkeit noch nicht ausreichte für diese wichtigen Kämpfe, die ihnen bevorstanden, und so wechselt Gott den Weg und er führt sie sozusagen in die Wüste als Trainingslager. Ja? Das weiß man auch vom Sport. Man kann auch nicht einfach beim Sport sich anmelden für den Wettkampf und legt dann sofort los, ohne vorher besonders zu trainieren. Sondern egal, ob das im Fußball ist oder in anderen Sportarten, der Trainer, er schaut sich genau an, welcher Gegner wird da kommen, welche Vorbereitung braucht die Mannschaft, welche Dinge müssen noch entwickelt werden, muss die Abwehr noch stärker werden, ist der Angriff stark genug, ist die Reaktion gut, ja? Und wenn das trainiert wurde, dann geht er in den Wettkampf und dann gibt es auch den Sieg. Und so führt Gott uns auch immer wieder in Situationen, die eine Vorbereitung sind für Dinge, die später kommen. Und am Ende ist die Herrlichkeit. Am Ende stehen sehr, sehr gute, wunderbare Verheißungen, die Gott in unserem Leben umsetzen möchte. Und ich denke, das ist eine große Chance für uns, wenn wir das erfassen im Herzen, ja, Gott auch zu danken sogar, dass er uns in Schwierigkeiten führt. Seht einmal auch, wenn schwierige Zeiten kommen, wer ist besser vorbereitet für schwierige Zeiten? Dem es immer gut ging? Oder der schon weiß, was man im Leben an Kämpfen bestehen kann und soll mit Gottes Hilfe? Sicher der Gott kennengelernt hat. Und so ist die Wüste ein Ort der Begegnung mit Gott. Das ist mal das Erste. Die Wüste ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Versteht ihr? Er nimmt sie raus aus dem ganzen Trubel, aus der ganzen Spannung, aus all dem. Und sie lagern sich dort. Ja? Sie haben die Zeit, Gott zu begegnen. Und vielleicht habt ihr gemerkt, selbst in dieser Zeit, wo wir jetzt oft gezwungen sind, viel in der Wohnung zu sein, selbst da ist es nicht so einfach, zur Ruhe zu finden. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht trotzdem immer in irgendwelcher inneren Hektik ist. Gott aber, er führt sie zur Begegnung mit sich. Und wollen auch wir diese Zeit nutzen, wirklich Zeiten zu haben, wo wir Gott begegnen, wo wir im stillen Kämmerlein sind, wie es der Herr Jesus gesagt hat, die Bibel aufschlagen, in Ruhe beten, unser Herz ausschütten, Gott begegnen und uns von ihm füllen lassen. Herr, was möchtest du? Herr, stärke mich, Herr, füll mich neu mit deinem Geist, füll mich neu mit deiner Liebe, bau mich auf, heile mich, erfülle mich, ja? Uns zurüsten zu lassen. Herr, welches Wort hast du für mich? Die Wüste war ein Ort der Begegnung mit Gott. Und weil sie ihm dann begegnet sind, ist ihnen noch bewusst geworden, wo auch noch Dinge in ihrem Leben sind, wo sie noch weiter umkehren müssen zu Gott. Und das war so wichtig für den weiteren Weg, dass sie später nicht abkommen. Und es war ein Ort der Absonderung, der Heiligung, mal ganz alleine vor dem Herrn. Ganz alleine vor dem Herrn. Wann warst du das letzte Mal, sagen wir mal eine Stunde, zwei Stunden, ganz alleine in Ruhe vor dem Herrn? Ganz wertvolle Zeiten, ja. Und das haben sie hier gelernt. Und sie brauchten das später, dass sie das können, dass sie mitten im Leben sich herausnehmen und ganz alleine vor dem Herrn sind. Der Herr Jesus hat das immer praktiziert. Manchmal waren so viele Menschen um ihn herum und er hat ja Menschen geheilt, befreit, Dämonen ausgetrieben, das Evangelium verkündigt. Und es kam immer mehr Leute. Und lest mal die Schrift genau in den Evangelien, dann heißt es plötzlich, da zog er sich zurück an einen stillen Ort und betete. Gar nicht so selten. Da stieg er in ein Boot, fuhr an die andere Seite und suchte den Herrn. Und das war hier so eine Zeit. Das war so eine Zeit. Wir hören das auch von Johannes dem Täufer. Von ihm heißt es in Markus 1, Vers 4, Johannes der Täufer war in der Wüste vorbereitet. Ich habe das nochmal nachgelesen. Der war Jahre in der Wüste.
Der war wahrscheinlich bei einer Gemeinschaft der Essener, die haben sie abgesondert gelebt in der Wüste. Und dann hat er immer auch Zeiten gehabt, wo er alleine in der Wüste war, Jahre. Und Gott hat ihn zubereitet und dann auf einmal, so wie Israel hier zubereitet wird, und dann geht es durchs Schilfmeer, wurde er zubereitet und dann auf einmal beginnt er seinen Dienst. Er war gerüstet von Gott. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte dann die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und Gott war so stark mit ihm. Ja? Wie wertvoll können Wüstenzeiten sein? Es ist also auch ein Ort der Zurüstung zum Dienst. Zurüstung zum Dienst. Zurüstung für das Leben. Zurüstung für deinen Alltag, für deine Arbeit, für dein Studium. Zurüstung für die Erziehung der Kinder. Zurüstung für die Begegnung mit anderen Menschen. Im Römerbrief im 5. Kapitel, da steht geschrieben ab Vers 1, Römer 5 ab Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, den Herrn Jesus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das Erste, wo Gott uns ganz tief hineinnimmt, das ist sein Frieden. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben und haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In den Frieden Gottes finden. Erinnert euch an das Wort zum Eingang diesen Jahres. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt euch gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchtet euch nicht. Wunderbar. Das ist also das Erste, wir finden in diesem Frieden in der Wüste. Und dann geht es hier weiter im Römerbrief, 5. Kapitel, Vers 3. Nicht allein aber das, dass wir diesen Frieden finden und dann auf die Herrlichkeit Gottes und die Zukunft bei ihm schauen können, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir bekommen in der Stille vor Gott, in der Wüste, in Schwierigkeiten, wenn wir trotz der Schwierigkeiten vor den Herrn gehen, es lernen, ihm auch da im Frieden zu begegnen, bekommen wir ganz besondere Zurüstung und Erkenntnisse. Und wir beginnen, Gott zu danken, dass wir in den Bedrängnissen sind, weil wir ohne diese Bedrängnisse nie weiter gewachsen wären im Glauben. Das ist ein Geheimnis, ja? Also kein Mensch geht natürlich gern in Bedrängnisse. Kein Mensch, fast keiner, trainiert gern Leistungstraining, wenn du ja, nicht mehr weißt, ja, ob deine Beine versagen, ob deine Arme versagen, ob was. Und du musst aber weitermachen, ja. Aber wenn du da hindurchgegangen bist, auf einmal merkst du, boah, ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich kann Dinge, die ich nie konnte. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir, noch einmal, ich bitte Gott um Vergebung, dass ich dort bei der Armee war. Es war nicht in Ordnung für mein Leben, aber es passt jetzt trotzdem in diesen Zusammenhang. Wir mussten sehr oft bei Wind und Wetter im Gelände liegen und irgendwelche Abschnitte absichern. Also das konnte sein im Dreck, das konnte sein im Schlamm, das konnte sein, da waren Pfützen, ist egal, ja. Du hast da irgendwo gelegen und du musstest das sichern. Und am Anfang, du hast gefroren, also es ist unglaublich, ja. Am Anfang auch in den Ausbildungszeiten, ja, dann hast du Erkältungen gekriegt und sowas alles, ja.
Und du hast gedacht, was machst du hier eigentlich? Stehst du das durch? Und dann mit der Zeit hat sich der ganze Körper dran gewöhnt. Und als wir dann, sage ich mal, ein halbes Jahr lang solche Härtetrainings gemacht hatten, dann hat ihr das gar nichts mehr ausgemacht. Und wenn wir dann mal Urlaub hatten, sagen wir mal jetzt zu der Jahreszeit, und wir sind dann rausgegangen, dann habe ich einmal gar nicht gemerkt, dass ich nur ein Hemd an hatte. Und ich stand so an der Bushaltestelle und die Leute, die haben mich so angeguckt, die hatten alle ihre Sachen an und so, ja. Und ja, oh, naja, ziehe ich mal eine Jacke an. Versteht ihr, wir waren zugerüstet für solche Kämpfe. Und es hat dich nicht mehr krank gemacht. Und du warst dran gewöhnt. Und hier ist es nicht die Kälte, hier ist es die Hitze, aber hier ist es vor allen Dingen die Stille vor Gott. Das zurüsten lassen und Gott erklärt ihnen und sie erfassen, mit unserem Gott können wir durch jede Situation hindurchgehen. Wenn unser Gott mit uns ist, sind wir sicher, egal was kommt. Und wenn es die schwierigsten Situationen wären, Hauptsache er ist bei uns. Nichts ist unmöglich bei Gott. Und so wirken diese Bedrängnisse Geduld. Sie wirken Geduld. Und jetzt steht etwas, die Geduld wirkt Bewährung. Bewährung. Einige von euch haben Häuser gebaut. Und wenn man Häuser baut, dann hat man zuerst ein Fundament. Und in dem Fundament ist Beton. Aber was ist in dem Beton noch drin normalerweise? Wenn es ein größeres oder ein Ringfundament ist, was ist da noch drin? Metall, seht ihr? Und von außen sieht man dieses Metall gar nicht. Das sieht man nur, wenn man das Fundament herstellt. Das sieht man nur, wenn man es anfertigt oder wenn man es aufschneidet. Und dieses Metall heißt auch Bewährung, Bewährungsstähle. Warum? Der Beton, er kann nur belastet werden im direkten Druck. Also wenn man gerade drauf drückt, das hält der Beton aus. Aber wenn es den auseinanderzieht, da hat er keine Kraft dagegen, dann reißt es den auseinander, dann bildet er Risse. Und jetzt legt man diese Bewährungsstähle ein und wenn Druck kommt, das nimmt der Beton und wenn etwas anfängt zu ziehen, das geht in den Stahl rein. Da wehrt sich der Stahl und so kann dieses Fundament gut halten. Zum Beispiel, wenn Hitze und Kälte wechseln und diese Spannungen auftreten, dann hält der Stahl hält das, ja. Und dieser Stahl nennt sich auch Bewährung. Bedrängnisse bringen Geduld, Geduld bringt Bewährung. Und das heißt, es ist eine innere Festigkeit da. Innerlich, ja, innen im Beton ist eine Festigkeit, die man von außen erstmal gar nicht sieht. Und die ist vorher nicht da, bevor der Stahl drin liegt. Und das bringen die Bedrängnisse, die Schwierigkeiten, die Wüstenzeiten in unserem Leben, dass wir innerlich stark werden, dass wir innerlich von Gott vorbereitet werden, so steht es ja auch hier, ja? Wenn sie dann später die großen Kämpfe haben, dass sie dann vorbereitet sind und nicht zurück wollen ins Verderben, dass sie vorbereitet sind, dass der innere Mensch im Glauben gestärkt überwinden kann, auch wenn schwierige Zeiten kommen. Dafür führt er sie auch in die Wüste. Und aus dieser Bewährung, dieser inneren Festigkeit, dieser Fähigkeit, auch in Schwierigkeiten auf Gott zu vertrauen, wächst wieder die Hoffnung, denn man weiß, Gott wird erscheinen. Jesus wird wiederkommen. Wir haben eine herrliche Heimat in den Himmel. Wunderbare Zukunft und das stärkt wieder die Liebe. Und so sagt ja der Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und so heißt es dann auch im Psalm 78, Vers 52, Gott ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und führte sie wie eine Herde in der Wüste. Sie erkannten den Vater als den guten Hirten, als den, der sie weidet, auch in der Wüste, als den, der sie beschützt, auch in der Wüste, als den, der sie sicher führt. So steht es dann auch im Psalm 136, Vers 16.
der sein Volk führte durch die Wüste, denn seine Güte währet ewiglich. Der sein Volk führte durch die Wüste, denn seine Güte währet ewiglich. In der Wüste haben sie umso mehr geschätzt die Güte Gottes, die Gnade, seine Versorgung, seine Hilfe, und die Beziehung zu Gott wurde gestärkt und gefestigt. Und jetzt geht es weiter. Und in 2. Mose 14 steht dann Vers 1, und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi Hahiroth zwischen Migdol und dem Schilfmeer. Vor Baal Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich, sagt Gott, der Herr bin. Und sie taten so. Was macht Gott jetzt? Er hat sie geführt in der Wüste, und jetzt führt er sie dort einen Weg, dass sie plötzlich zwischen dem Pharao im Rücken, Ägypten im Rücken, dem Schilfmeer vor sich und der Wüste an der Seite stehen. Also praktisch in einer Sackgasse. Ja? Manchmal übersieht man diese Schilder Sackgasse und fährt da rein. Und dann stellt man fest, es geht tatsächlich nicht weiter und da muss man umdrehen. Ja? Und irgendwie mit einem kleinen Auto schafft man das. Geht das? Ja. Aber schwierig wird es, wenn ein LKW in eine Sackgasse fährt. Und es gibt Handys, die sind für LKWs, und es gibt Handys, die sind für PKWs. Und die Navigationsgeräte, wir haben das ja oft heute auf Handy, also Navigationsgeräte, gibt besondere für LKWs und gibt besondere für kleine Wagen. Weil LKWs können an manchen Stellen nicht durch, wo kleine PKWs noch durchpassen. Aber diese Navigationsgeräte für LKWs sind natürlich teurer, weil es ja nicht so viele braucht wie für PKWs. Und dann sind manche leichtsinnig und sie nehmen ein Navigationsgerät für ein kleines Auto und das sagt dann vielleicht, hier kannst du noch durchfahren, ja. Und jetzt kommt dieser große LKW und der passt aber nicht durch. Versteht ihr? Hast du das schon mal gehabt, Tolik, sowas? Ja, mehrere Mal. Oh ja, da weißt du Bescheid, ja. Das ist echt ein Problem dann, ja. Und dann steht man da und die Straße ist eigentlich viel zu eng und so stehst du dort. Und so stand jetzt hier Israel plötzlich vor dem Meer. Der Pharao hinten, die Wüste an der Seite und sie konnten nicht weg. Und der Pharao hat das gesagt bekommen. Und jetzt prüft praktisch Gott sein Herz. Ja? Gott hatte ja schon viele Wunder getan in Ägypten. Und Gott hatte immer gesiegt und hatte bewiesen, ich bin Gott und Pharao, du bist nur ein Mensch. Halte dich nicht mehr für einen Sohn Gottes. Das hat er nämlich gemacht, der war größenwahnsinnig. Sondern erkenne, dass du ein Mensch bist. Und lass das Volk Israel ausziehen. Und wegen den großen Wundern Gottes hat der Pharao sie ziehen lassen. Jetzt erfährt er, die stehen dort jetzt in dieser Sackgasse, vor dem Meer. Und jetzt war die Prüfung des Herzens, wird er barmherzig sein. Und es geschah genau das Gegenteil. Es kam wieder so ein Impuls, jetzt kann ich sie zerstören. Und da sagt Gott, ich verstocke sein Herz. Wenn er so bösartig ist, jetzt werde ich ihnen zeigen, wer hier endgültig der Herr ist, wer sein Volk beschützt. Er darf mein Volk nicht antasten. Ich werde sie bewahren. Ich werde sie führen den Weg in das verheißene Land. Ich werde sie führen unter meinem Schutz in die Herrlichkeit Gottes, könnten wir sagen, in das Paradies nach Kanaan. Niemand wird mein Volk anrühren. Und der Pharao, ja, er verstockt sein Herz, er bekommt es dann auch verstockt. Und da gibt es ein Wort in Psalm 23, das passt hier wunderbar. Da heißt es im Vers 5,
Du, o Herr, bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Nur der Tisch bei den Hirten, das war im Gebirge oben eine große Ebene, ja, wo sie dann die Schafe geweidet haben. Und ringsherum waren Wölfe oder Bären oder Pumas, ja, Berglöwen. Und Gott hat den Tisch, hat diese Ebene bereitet. Und hier war es aber das Schilfmeer, das vor ihnen war. Das Schilfmeer war vor ihnen. Und die Feinde waren hinter ihnen und kamen. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt, auch das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Und jetzt kommt ein großes Aber, ein ganz großes Aber. Und dieses Aber habe ich mir hier rot gemacht mit 3 Ausrufungszeichen. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Sie waren unter der starken Hand Gottes ausgezogen. Der Pharao, hier wird das einzeln genannt, er mobilisiert seinen Wagen. In der damaligen Zeit waren diese Kampfwagen das modernste, was es gab an Militärtechnik. Das könnte man vergleichen in der heutigen Zeit, das war der beste Panzer, den es auf der ganzen Welt gab. Und da hatte der Pharao praktisch ein Sondermodell, das war sein Wagen. Und dann kamen die 600 auserlesenen Wagen. Mit diesen Wagen hätte er eine ganze Armee eines anderen großen Reiches vernichten können. Und er zieht hier hinter den armen Israeliten her, die nur Sklaven sind, die gar keine Waffen haben, die sich nicht wehren können. Das war praktisch, man hat es ja schon Jahrhunderte alt, wenn das früher gelesen wurde, ja. Das ist so, wie wenn heute einer beschreiben würde, die modernste Armee mit den schwierigsten und kompliziertesten und besten Waffen, die überhaupt nicht eine Abwehr ermöglichen, zog aus, um sie zu vernichten. So ist das, was hier steht. Und dann steht so ganz cool, sage ich mal, dahinter, also praktisch erstes ein Bild der Vernichtung, die sind praktisch zerstört, die sind erledigt, hier muss gar keiner mehr diskutieren. Und dann steht dahinter, aber sie zogen unter der mächtigen, schützenden Hand Gottes aus, der sie bewahrte. Das ist ein perfektes Bild für totalen Schutz, egal was kommt. Versteht ihr, es konnte nicht mehr schlimmer kommen. Und dann sagt Gott praktisch, aber das braucht euch gar nicht interessieren, denn meine schützende, mächtige Hand ist über euch. Ist das nicht stark? Auch für unsere Zeit, auch für uns. Egal welcher Mensch gegen dich wütet, wenn wir Pharao als einen starken, bösen Menschen sehen, wenn die schützende Hand Gottes ist über dir, bist du beschützt. Egal welche Finsternis macht sich gegen dich aufmacht, da ist auch ein Bild für den Satan. Wenn die schützende Hand Gottes über dir ist, bist du beschützt. Egal, was die Menschen gegen dich vorhaben, das waren ja viele Menschen, die da auch ausgezogen sind gegen Israel, wenn die mächtige Hand Gottes über dir ist, bist du bewahrt. Der Herr segne uns. Wir sind unter der mächtigen Hand des allmächtigen Gottes. Er ist unsere Zuflucht. Er ist unser guter Hirte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.
Dein Stecken und Stab schützen mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr segne uns. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns diesen Schutz zu gewähren. In Jesu Namen. Amen. Lieber Vater in den Himmeln, wir beten dich an. Wenn wir auch schwierige Zeiten haben, sie sind zu unserem Allerbesten. Danke, dass wir dir begegnen dürfen, auch an diesem Morgen. Danke, dass du uns innerlich stärkst und zurüstest. Danke, dass du eine wunderbare Zukunft vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns und du jeden Einzelnen liebst, lieber Herr, deinen Sohn gegeben hast. Er hat am Kreuz sein Blut und Leben gegeben für jeden von uns, lieber Herr, aus lauter Gnade. Und du, lieber Vater, du hältst auch deine schützenden Hände über uns. Wir preisen dich dafür und wir beten dich an, dass wir unter der Hand des allmächtigen, liebenden Vaters, des Gottes, der alles vermag, geborgen sind, geschützt sind, getragen sind, bewahrt sind. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und wir beten dich an. Nimm unser Leben in deine Hände, Vater, und trage es sicher bis in deine Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Lieber Vater, so bitten wir dich von ganzem Herzen um deinen Segen. Wir danken dir für deine Liebe, danken dir für deine Gnade, danken dir für deinen Schutz. Segne uns bitte, segne bitte unsere Lieben zu Hause, segne bitte jeden Bruder, jede Schwester, auch die Kinder, lieber Herr, jeden, der irgend zu unserer Gemeinde gehört. Segne auch die Freunde und Verwandten, lieber Herr. Segne bitte auch die Nachbarn, segne unsere Stadt und segne die Dörfer, in denen wir wohnen, lieber Herr. Segne unser Land, lieber Herr, und beschütze uns vor dem Bösen. Bewahre uns in dir und stärke uns. Wir geben dir von Herzen die Ehre. Und Jahweh, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmel, er segne und behüte dich. Jahweh, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahweh, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.